Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen beim Deutschen Roten Kreuz Karlsruhe in unserer Medizinakademie. Wie wirkt Alkohol auf die Leber? Ein spannendes Thema. Ich freue mich sehr, dass wir zu diesem Thema einen profunden Kenner bei uns haben zu Gast, Herrn Professor Dr. Thomas Zöpf, Direktor der Klinik für Gastroenterologie hier in Karlsruhe. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie zu diesem Thema Stellung nehmen. Zunächst einmal die Frage, wofür ist die Leber überhaupt zuständig? Ja, Herr Resch, die Leber ist die Chemiefabrik unseres Körpers. Alle Substanzen, die aus dem Verdauungstrakt über die Pfortader in die Leber fließen, werden dort entweder zu Aufbausubstanzen verarbeitet oder sie werden entgiftet und so verändert chemisch, dass sie über die Niere oder über die Galle ausgeschieden werden können. Und wie beeinflusst Alkohol die Funktion der Leber? Alkohol ist grundsätzlich ein Zellgift. Wenn Alkohol auf die Leber trifft, dann versucht die Leber, dies über ein Enzym abzubauen, zu Acetaldehyd. Und dieser Acetaldehyd ist in aller Regel noch giftiger als der Alkohol selber. Dieser wirkt dann, indem er eine Leberverfettung erzeugt. Also das ist ein Symptom der alkoholischen Schäden. Das ist die erste Stufe sozusagen. Die erste Stufe. Die ist auch reversibel, das heißt, die kann rückläufig gemacht werden. Die nächste Stufe ist, dass Entzündungszellen in die Leber einströmen und die Leberzellen versuchen zu zerstören. Und dann die untergegangenen Leberzellen durch Narbengewebe ersetzt werden. Das heißt aber für mich als Laien jetzt mal so verstanden, dass die Leber Schäden auch zurückbilden kann. Die Leberschäden können im Stadium der Leberverfettung tatsächlich wieder völlig rückläufig sein. 6 Wochen Alkoholkarenz können da durchaus schon viel bewirken. In dem Stadium, wo dann die Vernarbung fortschreitet bis hin zur Zirrhose, ist das leider nicht mehr möglich. Aha. Das heißt aber, Leberzirrhose kann auch sehr schnell tödlich verlaufen. Die Leberzirrhose hat letztlich eine schlechtere Prognose als ein Darmkrebs und kann sehr schnell über Blutungen aus der Speiseröhre oder Leberversagen zum Tod führen. Aha. Also die immer mal wieder herangezogene Behauptung, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, die kann so unbedingt nicht im Raum stehen bleiben. Am Anfang wächst die Leber durch die Einlagerung von Fett. Zellen. Später schrumpft sie leider Gottes und wächst nicht mehr. Aha. Also, das heißt, Alkohol in Maßen genossen kann von der Leber verarbeitet werden, um es mal profan zu sagen, aber natürlich nicht, wenn über lange Zeit im Übermaß Alkohol genossen wird. Man sagt, beim Mann etwa 24 Gramm Alkohol pro Tag kann toleriert werden, bei der Frau nur 12 Gramm. Das würde bei der Frau etwa 0,1 Wein entsprechen und beim Mann ein gutes Viertel. Gut, das ist aber natürlich, Jetzt fängt jeder an zu rechnen. Ja. Und in den Augen eines Baden-Württembergers, einem Weinland, ist das natürlich nicht sehr viel. Das stimmt. Also, und man kann das nicht anders kompensieren? Nein. Durch andere Flüssigkeiten, durch leider nicht. Medikamente oder? Man kann es nicht verhindern, man kann die Resorption verzögern, aber die Wirkung des Alkohols ist dosisabhängig. Aha. Und woran kann man als, jetzt sage ich mal, Betroffener die ersten Symptome eines Leberschadens erkennen? Das Problem ist, dass die Frühstadien, die auch wieder reversibel sind, in aller Regel keine Symptome machen. Man wird eher darauf hingewiesen, indem im Ultraschall eine Fettleber nachweisbar ist oder die berühmte Gamma-GT messbar ist. Autofahrern gefürchtet. Genau, dann sollte man zumindest aufpassen und eine Karenzzeit einlegen. Wenn die Lebererkrankung fortgeschritten ist, hin zur Zirrhose, ist das leider nicht mehr möglich. Aha, also dann ist es in der Tat zu spät. Dann haben wir Symptome, aber dann ist es zu spät und dann haben wir schon das Vollbild in aller Regel. Ah ja. Und davor, in dem Stadium davor, kann man durch Abstinenz dafür sorgen, dass die Leber sich regeneriert bis zu einem gewissen Grade. Genau so ist es. Aber natürlich ist die Rückfallquote dann doch relativ hoch und dann hat sich das schnell wieder verschärft, das Problem.
Wenn wir von einer Alkoholkrankheit sprechen, was jetzt mit der Leber erstmal nichts zu tun hat, sondern was ein Abhängigkeitsproblem ist. Aha. Und Alkohol ist die am leichtesten zu erreichende Droge, die es gibt. Ich danke Ihnen, Herr Professor Zupf, für dieses Gespräch. Denn das Problem Alkohol wird natürlich immer noch verharmlost. Vielen Dank. Dankeschön.